BMW stellt die überarbeitete fünfte Generation des Siebeners vor. Seit 1977 ist der Siebener das Flaggschiff des bayerischen Automobilbauers und zählt gemeinsam mit Audi A8, VW Phaeton, Jaguar XJ und Mercedes S-Klasse zu den Stars der Oberklasse-Limousinen. Der Siebener soll neben dem Deutschen vor allem auch ausländische Märkte ansprechen, wie zum Beispiel den russischen. Russland ist ein großer, wichtiger Markt für uns. Gerade für den Siebener ist er der siebtwichtigste Markt der Welt. Und hier wird sehr viel auch mit Chauffeur gefahren, die Langversion verkauft. Russland gewinnt zunehmende Bedeutung und St. Petersburg, glaube ich, mit seinem kulturellen Hintergrund, mit der Schönheit dieser Stadt, bildet eine hervorragende Kulisse für das Auto. Aufgefallen ist der neue Siebener schon. Und er scheint auch zu gefallen. Es ist ein schönes, großes Auto, das sofort ins Auge fällt. Es ist ein Auto für große Feste. Es gefällt mir sehr gut. Außen haben die Designer den Siebener nur leicht verändert. Die Blinker sind in die Seitenspiegel gewandert. Die neuen LED-Hauptscheinwerfer mit Corona-Ringen passen sich der Bewegung der Vorderreifen an und sorgen somit auch in Kurven für Sicherheit. Der BMW-typische Kühlergrill hat jetzt 9 statt vormals 12 Streben. Unter der Haube des 57i ruht ein starkes 8-Zylinder-Aggregat mit einem maximalen Drehmoment von 650 Newtonmetern. Die Seitenpartie wirkt dank fließender Linien dynamischer. Das Heck des BMW 7er ist von den L-förmigen Leuchten geprägt, die durch ein Chromband optisch miteinander verbunden werden. Ein zweiter Chromstick verbindet auch die beiden Rückstrahler oberhalb der Endrohre. Ja, wir wollten deutliche Verbesserungen in der Effizienz, bei den Leistungen, aber insbesondere natürlich beim Komfort. Wir haben das Innenraumgeräusch deutlich abgesenkt, haben den Komfort, den Abrollkomfort der Achsen deutlich verbessert und haben deutlich die Antriebsstrangeffizienz gesteigert. Der neue Fahrkomfort kommt besonders durch das optimierte Fahrwerk mit Luftfederung und einer Niveauregulierung auf der Hinterachse zustande. Die Motorenpalette des Siebeners erstreckt sich von 6-Zylinder-Motoren über 8-Zylinder bis zu 12-Zylindern mit Leistungen von 190 bis 400 kW. Der von uns getestete 57i beschleunigt in 4,8 Sekunden auf Tempo 100. Bei 250 km/h wird elektronisch abgeriegelt. Die serienmäßige 8-Gang-Automatik senkt den Verbrauch auf 8,6 Liter pro 100 Kilometer. Es gibt sehr viel Platz in diesem großen Auto. Gleichzeitig ist auch alles gut erreichbar. Alles ist gut lesbar. Auch die Knöpfe sind leicht zu erreichen. Neu ist das 10,25 Zoll große funktionale Instrumentendisplay mit Black Panel Technologie, das je nach Fahrmodus seine Farbe ändert. Auch individuell kann das Display farblich abgestimmt werden. In der Mitte des Armaturenbretts der 9,2 Zoll Bordmonitor. Mit Hilfe eines Drehschalters in der Mittelkonsole lassen sich zum Beispiel Fahrwerkseinstellungen oder das neue Navigationssystem bedienen. Die 3D-Grafik sorgt für eine optimale Auflösung. Insgesamt wirkt der Innenraum groß und funktional. Für den optimalen Sound sorgt das Bang & Olufsen High-End Surround Sound System mit 1200 Watt Leistung. Auch auf der Rückbank ist viel Platz. Der neue Siebener mit Facelift ist bereits auf dem Markt. Mit einem Preis von 80.700 Euro für den Einstiegsbenziner ist er allerdings ein teures Vergnügen. Das von uns getestete Modell kostet in der Grundausstattung 96.000 Euro in Deutschland. 2014 wird dann eine komplett neue, die 6. Generation des Siebeners, auf den Markt kommen. Ich bin heute hier in Bottrop im Ruhrgebiet und zwar bin ich hier bei Smart Brabus und ich habe hier zwei Autos zur Auswahl, einmal den Smart Brabus in der Exclusive-Version und einmal als TaylorMade. Da die Motorisierung quasi gleich ist mit 75 kW, lasse ich den für 26.000 Euro mal stehen und nehme den für 35 und guck mal, wie schön er sich fährt.
Seit 35 Jahren ist Brabus als Tuner von Mercedes-Modellen tätig und die Auswahl ist riesig. Anfangs wurden bevorzugt die großen Benz veredelt. 1998 betrat der Smart die automobile Bühne. Es sollten allerdings noch 4 Jahre vergehen, bevor auch der kleine Cityflitzer 2002 in den erlesenen Brabus-Kreis aufgenommen wurde. In diesem Jahr feiern Smart und Brabus die 10-jährige erfolgreiche Zusammenarbeit mit einem Sondermodell. Es basiert auf dem aktuellen Serienmodell Smart 4.2 Brabus mit 75 kW. Schwarzes Leder mit in Handarbeit gefertigten roten Ziernähten unterstreicht den exklusiven Anspruch der auf 100 Exemplare limitierten Sonderedition. Doch was ist eigentlich das Erfolgsrezept des kleinen Zweisitzers? Die Faszination des Smart ist einfach dieses fantastische, einmalige Konzept. Die Mehrfarbigkeit und dann der unglaubliche Fahrspaß. Jeder, der sich reinsetzt, erlebt dieses riesige Raumgefühl. Man denkt ja von außen, habe ich da eigentlich Platz drin? Setzt sich rein, hat dieses riesige Raumgefühl. Und das alles wird beim Smart Brabus zur Perfektion geführt. Das heißt, ich habe noch ein bisschen mehr Leistung. Ich fahre an der Ampel noch ein bisschen schneller ab. Und dann natürlich die Individualisierungsmöglichkeiten. Das ist ja ein Megatrend. Und gerade Smartfahrer wollen anders sein, das zeigen. Und mit dem Smart Brabus können sie von der Edition, die es in der kleinen Auflage gibt, bis zum maßgeschneiderten Auto alles haben. Rund 50.000 Edelsmarts haben die Hallen der Tuning-Schmiede in den letzten 10 Jahren verlassen. Vor allem in der letzten Zeit zeichnet sich ein Trend zu immer individuelleren Modellen ab. Ja, nur weil es ein kleines Fahrzeug für die Stadt ist, muss es ja nicht nur ein 0815-Auto sein. Das heißt, unsere Individualität geht sehr weit. Wir haben ein paar tausend Lederfarben, wir haben ein paar tausend verschiedene Lackierungen und alles das können Sie kombinieren, wie Sie wollen. Ich glaube, dass es kaum einen anderen Fahrzeughersteller gibt, der einen so tiefen Weg zur Individualität beschreitet, wie wir das hier mit dem Smart Brabus TaylorMade-Programm tun. Seit 2 Jahren gibt es das sogenannte TaylorMade-Programm. Diese Art der Veredelung hebt das Tuning auf eine noch höhere Stufe. Mindestens 3.000 Euro muss man in Deutschland bei TaylorMade für eine Wunschlackierung oder eine exklusive Lederausstattung des Innenraums investieren. Dann sind der Fantasie kaum noch Grenzen gesetzt. Anders ist das bei der Leistungssteigerung des Smart. Hier gibt der Verstand die Richtung vor. Dieses Fahrzeug, wenn Sie es individualisieren oder auch tunen, müssen Sie es sinnvoll machen. Das heißt, Sie müssen bei der Höchstgeschwindigkeit aufpassen, dass er nicht zu schnell wird. Er könnte deutlich mehr, als wir ihn lassen praktisch. Aber Sie müssen natürlich auch fahrdynamisch darauf achten, dass alles das, was Sie an Komponenten montieren, mit den Sicherheitsvorschriften im Einklang steht. Bei aller Leistungssteigerung und allem Tuning-Spaß geht also die Sicherheit vor. Der 75 kW starke Turbomotor beschleunigt sowohl Coupé- als auch Cabrio-Version in 8,9 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Die Fahrdynamik ist über eine sportliche Getriebeabstimmung rundum agil ausgelegt. Doch wie fällt eigentlich das Fazit unseres Autotesters aus? Kann der Brabus Smart bei der kurzen Testfahrt überzeugen? Also ich muss sagen, bei aller Kürze der Zeit hat Smart Brabus hier ein wunderschönes Auto auf die Beine gestellt. Die Innenverarbeitung ist hervorragend. Den Smart auf 75 kW hochzupuschen, ist ein Traum. Er geht richtig schön ab. Das Einzige, was jetzt mich noch stören würde, um das Bild perfekt zu machen, sind die Schallpausen. Die sind immer noch ziemlich lange und es ist ein ziemlich ruckartig, der da durchgeht, bis es dann wieder mit Volldampf vorausgeht. Ansonsten ein Traum. Wenn 2012 USA und China als neue Märkte für den Smart Brabus TaylorMade hinzukommen, der selbstdesignte Brabus Kraftprotz wird trotzdem für viele ein Traum bleiben.
Hyundai erweitert sein Veloster-Angebot. Neben der neuen Ausstattungslinie Trend, die den Einstiegspreis für das dreitürige Coupé um 1.600 Euro senkt, gibt es eine neue Top-Motorisierung. Der 1,6 Liter Benzin-Direkteinspritzer mit Turbotechnik und 137 kW beschleunigt den Veloster in 8,4 Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h. Gebaut werden die Hyundai-Modelle für Europa im tschechischen Nožovice. Husqvarna beginnt die Modelloffensive für das Jahr 2013. Der zu BMW gehörende Motorradhersteller ist eigentlich für seine Offroad-Maschinen bekannt. Mit der TR650 Strada will er nun auch die Straße erobern. Mit zahlreichen Maßnahmen wurde das von BMW stammende Einzylindertriebwerk auf seinen sportlich dynamischen Einsatzzweck hin modifiziert und leistet 43 kW. Zudem ist die TR650 Strada serienmäßig mit ABS ausgestattet. Zehn Uhr morgens am Volkswagen-Zentrum im norddeutschen Lübeck. Dies hier ist nicht etwa eine riesige Rückrufaktion von VW, sondern das vermutlich größte Beetle-Treffen Europas. Knapp 300 Autos mit ihren Fahrern haben sich hier eingefunden, um zusammen auf die Beetle-Sunshine-Tour zu gehen. Die Strecke führt sie durch die Straßen der altehrwürdigen Hansestadt Lübeck, vorbei an berühmten Sehenswürdigkeiten wie dem Holstentor, in das etwa 20 Kilometer entfernte Travemünde, direkt an der Ostsee. Wo normalerweise eher betagte Mitmenschen ihren Sommerurlaub verbringen, sorgen die zahlreichen Beetle für ordentlich Aufsehen. Bereits zum achten Mal lockt das Spektakel an die Ostsee und der Autokorso gewinnt von Jahr zu Jahr an Länge. Diesmal sind es fast fünfmal so viele Fahrzeuge wie noch bei der ersten Tour 2004. Auf der Festwiese angekommen, müssen alle Fahrzeuge in Reih und Glied aufgestellt werden. Denn das Ziel ist es, mit den Beetle die größte Muschel an der Ostsee zu bilden. Manche der Teilnehmer sind quer durch Europa angereist, um hier dabei zu sein. Vergangenes Jahr bin ich rund 1400 Kilometer durch Österreich gefahren. Dieses Jahr genauso viele durch die Schweiz. Es sind eben 1400 Kilometer. Dabei ist es fast schon Pflicht, sein Auto mit kleinen und großen Details zu verschönern. Meine Autos haben immer Namen, seit jeher. Und sie ist weiß und da passt die Schneekönigin, fand ich. Ja, und dieses Jahr hat sie halt die Krone mit dem Schnee drauf. Vorletztes Jahr gingen wir als Hexe zusammen. Da hatte sie einen großen Hexenbesen drauf, sodass ich mir dann immer mal was einfallen. Ja. Unter dem Motto Sound of Summer bewertet eine Jury die dekorierten Beetle. Ja, wir haben uns jetzt hier drei Kritikpunkte rausgesucht. Das ist einmal der Zeitaufwand, die Optik und die Kreativität, die Idee an sich. Und ja, da vergeben wir jetzt Punkte und gucken mal, dass da noch was bei rumkommt. Egal ob im amerikanischen Polizeidesign, mit einer Gitarre im Kofferraum oder Palmen davor, den Ideen der Beetle-Fahrer sind keine Grenzen gesetzt. Dass dieses Auto irgendwie Generationen verbindet, Leute verbindet, die alle einen Spleen haben in ihrer Art und Weise. Das ist das, was das Ganze ausmacht irgendwie hier. Und darum sind wir mit und ich denke, man sollte dann auch das leben. Und dann es auch ausleben und dann etwas schriller sein als alle anderen, damit man dann auch ja, vielleicht ein bisschen präsenter ist. Die beste Wertung bekam dieses Cabrio, auf dem handschriftlich bekannte Liedtexte verewigt wurden. Ob man das wohl wieder abgewaschen bekommt? Auch seine Gitarrenkünste konnte man beweisen und eine speziell angefertigte Fender Stratocaster gewinnen, passend zur neuen Beetle Fender Sonderedition. Die Organisatorin ist stolz. Am Anfang waren wir 66 Beetle, was schon ziemlich viel ist, hier oben im Norden.
Ja, und dann hat sich das im Laufe der Jahre gesteigert und jetzt ist es eine Institution unter den Beatle-Fahrern und ich glaube sogar das größte private Beatle-Treffen der Welt. Bis zum Meer. Besonderes Highlight, der Auftritt der Band Luxuslärm, die passend zur Anreise der Teilnehmer ihren Hit 1000 Kilometer bis zum Meer spielte. Wir haben damals 1000 Kilometer bis zum Meer rausgebracht, genau auch mit diesem Gefühl, mit diesem Freiheitsgefühl, sich einfach in den Bulli reinzusetzen, loszudüsen, gar nicht zu wissen, wohin es geht, nur so grob Richtung Meer. Und ich glaube, das haben wir ganz schön verpackt bekommen. Schau mir den Wellen hinterher, 1000 Kilometer bis zum Meer. Dass Lastesel auch schick sein können, ist nichts Neues mehr, spätestens seit der erste Opel Zafira vor ziemlich genau 12 Jahren auf den Markt kam. Jede Menge Platz, 7 Sitze, viel Flexibilität, ohne einen Sitz ausbauen zu müssen. Ursprünglich stand der Nutzwert ganz oben. Beim neuen Zafira spielt aber auch das Design eine große Rolle. Er ist Opels Trendsetter, der Beweis, dass Opel auch innovativ sein kann. Zumindest war das bei den beiden Vorgängern so. Aber natürlich hat auch bei dem hier Opels neue Lifestyle-Philosophie zugeschlagen. Wir checken, wie viel Nutzwert bei aller Schönheit noch übrig geblieben ist. Auch dem neuen Zafira merkt man an, dass er hoch hinaus will. Das Motto? Von vielem ein bisschen mehr. Mehr Länge, mehr Platz, mehr Ausstattung, mehr Design. Der neue Zafira Tourer bringt das alles. Er ist gut bedienbar und äußerst flexibel. In der 5-Sitzer-Konfiguration passen 710 Liter in den riesigen Kofferraum. Das sind schon VW Charan oder Ford Galaxy-Werte. Problematischer ist da schon der Antrieb. Wir testen den auf dem Papier ziemlich kräftigen 4-Zylinder-Dieselmotor mit 121 kW und 300 Newtonmeter Drehmoment. Das reicht für 208 km/h Spitze und 9,8 Sekunden von 0 auf 100. Auf der Straße kommt da subjektiv eher wenig an. Zäh ist die Kraftentfaltung und das Serienfahrwerk vermittelt nicht gerade Rennsportqualitäten. Man kann allerdings mit Recht fragen, ob das die Kriterien sind, nach denen solche Autos bewertet werden. Er liegt gut, er fährt gut und er fühlt sich zum größten Teil auch gut an. Okay, ein bisschen viel Plastik an der einen oder anderen Stelle, das hätte man schöner machen können. Und an zu viel Übersichtlichkeit hat der Opel Zafira auch noch nie gelitten. Wer will, kann auch an Motor und Fahrwerk so ein bisschen rummäkeln. Aber das fällt im Alltag eigentlich gar nicht so sehr auf. Da kommt dann der große Nutzwert zum Tragen und das Ganze dann auch noch schön und ordentlich verpackt. Mehr als 30 Ablagen hat der Opel Zafira, das ist vorbildlich. Und was das Auto an Assistenzsystemen zu bieten hat, das ist in der Klasse wirklich unerreicht. Der zur Verfügung stehende Ausrüstungskatalog ist in der Tat ziemlich lang. Vom Abstandsradar mit automatischer Notbremsfunktion über Spurverlassenswarner und Totwinkelalarm lässt sich fast alles einbauen, was auch die absolute Oberklasse bisher meist exklusiv zu bieten hatte. Das treibt dann allerdings auch den Preis. Unser Testwagen kostet in der Basisversion 29.705 Euro in Deutschland. Mit allen eingebauten Extras knackt er aber die 40.000 Euro Marke. Überzeugend der EU-Normverbrauch unseres Testwagens. Dank serienmäßigem Start-Stopp-System und gutem CW-Wert sind es nur 5,2 Liter Diesel auf 100 Kilometer. Eine wirklich tolle Idee ist das aus dem Astra bekannte Panoramadach. Ob die Farbzusammenstellung und die Polstergestaltung unseres Testwagens schön sind, ist Geschmackssache. Die Sitze sind jedenfalls Opel-typisch tadellos. Ja, es geht. Man kann Lifestyle und Nutzwert gut kombinieren. Der Opel Zafira Tourer ist der beste Beweis. Trotz kleiner Mängel beim Motor und Fahrwerk, Opel ist es gelungen, ein stylisches und vielseitiges Auto auf die Räder zu stellen.
Wer sich auf den Zafira Tourer einlässt, der bekommt einen schmucken Wagen, der im Alltag mehr bietet, als die meisten seiner Besitzer je fordern werden. Jede Automarke kann eine Geschichte erzählen. Von Erfolgen, Innovationen und wegweisenden Modellen, aber auch von Niederlagen. Bei Bentley ist diese Geschichte besonders bewegend. Also es gibt ja Tage im Leben eines Autotesters, da geht einem das Herz auf. Die Kombination aus Bentley 3,5 Liter und Dolomiten-Passstraßen, Sie müssen zugeben, es gibt schon härtere Jobs. Bis 1930 steht der Name Bentley für sensationelle Erfolge im Motorsport. Ein Jahr später ist Bentley pleite und wird vom Konkurrenten Rolls-Royce geschluckt. Das erste gemeinsame Baby heißt Bentley 3,5 Liter. Also als man mir gesagt hat, ich würde heute Bentley fahren, da habe ich mich ja ehrlich gesagt auf einen laut grüllenden Schwermetallboliden eingestellt und auf einen ziemlich kräftezehrenden Arbeitstag. Nichts davon hat sich bewahrheitet. Also nachdem man sich so ein paar Minuten daran gewöhnt hat, fährt sich dieser Bentley 3,5 Liter wirklich extrem lässig, schaltet unglaublich präzise und mit 110 PS, da machen auch solche Bergstraßen hier richtig Spaß. In Produktion geht der Bentley 3,5 Liter als sportlicher Ableger des Rolls-Royce 2025 im Herbst 1933. Unser Open-Sports-Modell aus dem Zeithaus der Autostadt Wolfsburg wird im Januar 1934 von dem Londoner Karosseriebauer Vanden Plas eingekleidet. Der schlichte und sehr übersichtliche Innenraum gibt dem Chauffeur keine Rätsel auf. Doch wer will wirklich in diesem Bentley einem Chauffeur das Fahren überlassen? Zu spaßig und einfach lässt sich der 3,5 Liter im Alltag bewegen. Ein niedriger Schwerpunkt und der elastische Reihen-Sechszylinder begeistern jeden Fahrer auf Anhieb. Dieser Bentley 3,5 Liter wurde ja damals unter dem Slogan The Silent Sports Car vermarktet. Und er ist tatsächlich ziemlich leise. Wer es nicht ganz so silent mag, für den gibt es hier ein Hebelchen, mein Lieblingsschalter bei diesem Auto. Den macht man nach vorne, dann öffnen sich ein paar Klappen. Und siehe da, kann man schön auf dicke Hose machen. Der Reihen-Sechszylinder-Motor besitzt zwar nicht die Vier-Ventil-Technik früherer Bentley-Konstruktionen, doch die Leistungsausbeute ist mit 110 PS bei 3800 Umdrehungen in der Minute recht ordentlich. Kritik verdient lediglich die Lage des Schaltstocks. Der Knauf liegt direkt neben dem rechten Knie des Fahrers. Dafür sind die oberen Gänge synchronisiert. Ettore Bugatti hat ja mal gesagt, Mr. Bentley würde die schnellsten LKWs der Welt bauen. Aber das änderte sich, nachdem Rolls-Royce Bentley geschluckt hat. Und dieser Bentley 3,5 Liter war das erste Ergebnis dieser Liaison. Und in einem Testbericht von damals habe ich gelesen, da wurde gesagt, der Fahrkomfort dieses Autos sei fast ladylike. Und jeder, der schon mal hinter dem Steuer eines Blower Bentleys gesessen hat, der weiß diese Entwicklung durchaus zu schätzen. Die mit einem Roots-Kompressor aufgeladenen Bentley Blower fahren von 1929 bis 1932 die Konkurrenz in Grund und Boden. Doch meistens nur für eine Rekordrunde. Die fünf Le Mans-Siege zwischen 1924 und 30 holen die nicht aufgeblasenen Bentleys. Die Liebe des Firmengründers Walter Owen Bentley zum Motorsport machte die Marke berühmt. Na, ist das ein stylisches Gefährt? Diese super schöne Karosserie stammt übrigens von einem Karosseriebauer aus London. Und ansonsten steckt in diesem Bentley 3,5 Liter sehr viel Rolls-Royce. Das Chassis zum Beispiel stammt von einem Rolls-Royce-Prototypen und die 3,7-Liter-Maschine aus dem Rolls-Royce 2025. Da wurde natürlich noch fleißig gefeilt und geschraubt, um ihn auf 110 PS hochzutunen. Und damit wurde man dann auch dem sportlichen Image von Bentley gerecht. Manch ein Purist mag sagen, dieser Bentley ist eigentlich eher ein Rolls-Royce. Mir persönlich ist es wurscht. Mir gefällt er so, wie er ist. Vor allem auch mit dieser beeindruckenden Lichtanlage. Mit dem Einstieg von Rolls-Royce entfernt sich Bentley zunehmend von dem LKW-Image. 1177 Silent Sports Car rollen Mitte der 30er aus der Rolls-Royce-Halle zu Derby in die Garagen wohlhabender Herrenfahrer. Der Neupreis? 1380 Pfund. Also
Also nun bin ich ja nicht gerade ein lodernder Fan solcher Vorkriegsmodelle, aber dieser Bentley 3,5 Liter hat es mir tatsächlich angetan. Ein extrem lässiges Gefährt und in Sachen Komfort, Bedienung und Standfestigkeit setzte er nun mal international Maßstäbe bis in die 50er Jahre hinein. Insofern hat er das Prädikat Meilenstein der Automobilgeschichte definitiv verdient. Seit 1999 gehört Bentley zum VW-Konzern. Geschichte kann ja so spannend sein.